Der Betrieb Bouchon & Co., in dem auch mein Mann tätig ist, soll stillgelegt werden. Nun kennen Sie doch den Betrieb, Sie waren doch dort tätig. Ja, ja. Was gibt es für Möglichkeiten, die Stilllegung zu verhindern? Ich weiß allerdings aus Erfahrung, dass der Rechtsweg, den der größere Teil des Betriebsrats beschreiten will, mit Sicherheit nicht zum Erfolg führt. Roswitha und Silvia suchen Rat bei zwei Vertrauensleuten der Gewerkschaft, die im Betrieb Bouchon und Co. tätig sind. Vielleicht am Ende dann mit Hilfe eines Sozialplans so ein gewisses Trostpflästerchen noch aufzupappen, in Form von kleinen Abfindungen. Aber die Arbeitsplätze sind verloren. Wir werden unter allen Umständen versuchen, in den Betrieb reinzukommen. Das freut mich, die Energie, die Sie entwickeln, aber da muss ich ja Folgendes aufmerksam machen. Ich habe es bereits erwähnt, die Geschäftsleitung wird also dann möglicherweise, wenn Sie diese Hartnäckigkeit zeigen, Ihre Absicht erkennen. Wir suchen zunächst mal Kontaktpersonen. Und erst wenn wir die haben, dann und die Diskussion über Kontaktpersonen und die Information schon ein bisschen gefördert ist im Betrieb, dann erst gezielt durch Flugblätter die Informationen. Als Vertrauenspersonen kennen wir im Betrieb einige ehemalige Kundinnen. Die würden wir aufsuchen. Das wären Frauen. Warum dauert es so lange, bis die Mobilisierung steigt? Für den Verstand ist es doch glasklar, die Arbeitsplätze gehen fort nach Portugal und die Menschen ohne Arbeitsplatz bleiben hier. So was kann man doch in 5 Minuten kapieren. Ja, also ich gehe in den Betrieb rein und hier steht man überall in Grüppchen zusammen und dann wird diskutiert. Auf einmal wird die Maschine abgeschaltet, überall in der ganzen Halle. Es wird unheimlich ruhig. Die ganze Kollegen sammeln sich und dann geht's los durch den ganzen Betrieb bis vor das Direktionsgebäude und dann steht der Schub. Die haben schon vorab das Ziel, die wissen genau schon, wenn die Aktion mal läuft, die wissen genau, vorne ist unser Gegner, das ist die Direktion, vor das Direktionsgebäude ziehen wir hin. Da braucht es niemanden, der da sagt, wir gehen in der Richtung, dann jene. Die marschieren auf ihr Ziel los, das ist ihr Ziel, die Direktion. Geschäftsleitung. Und das ist genau das, was wir erreichen wollen, dass sie zur Geschäftsleitung hinmarschieren. Man muss den einzelnen Arbeiter vorstellen, der jetzt dort steht vor der Geschäftsleitung. Der spürt erstmals die Kraft, die er nun im Verbund mit den anderen hat. Da kommt einer von der Geschäftsleitung angefahren und glaubt nun, die Masse weicht ehrfürchtig auseinander. Stattdessen bleiben die stehen. Er wird eingekeilt in der Masse mit seinem Auto. Die heben das Auto hoch und lassen mit seinem Auto einfach wieder fallen. Ich habe hier mehrere Flugblätter besorgt über Betriebsstilllegung, damit wir überhaupt mal wissen, wie sowas formuliert wird. Hier zum Beispiel, das können wir unmöglich nehmen, das ist ein Roman von 6 Seiten. Hm. Das hier ist nur eine Seite. Das ist zu lang. So groß müsste es sein. Kurz und anschaulich und möglichst ein Bild drauf.